Hallo, es gibt etwas Neues. Ich mache ganz kurz einen Prozess jetzt hier. Warte. Ich habe keine lange Ankündigung oder sonst irgendwas. Was für ein... Das Wichtigste ist eigentlich, glaube ich... Jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder so, hä, was? So, sie wollte doch eigentlich 150er die ganze Zeit fahren. So, ja, da gibt's auch eine Story dazu. Also, mein Motor war fällig, musste revidiert werden von der 150er. Dann habe ich beim Bodo angerufen. Ich so, ja, wie schaut's aus, 150er-mäßig, ist da noch was da? Weil das Problem ist jetzt mit den Motoren, also ich habe, also das Pleuel muss halt revidiert werden. Das Problem ist, es gab aber irgendwie von KTM Husqvarna, gab es irgendwie Pleuel wieder. Also ja, es gab eine Rückrufaktion für die ganzen 125er und 150er-Motoren mit den Pleuelen, und die Pleuel gibt's nicht. Das heißt, es ist nichts lieferbar. Das heißt, wir dachten, wir holen ein neues Moped, es gibt aber auch keine 150er. Und dann war ich halt so, was mache ich jetzt, wenn es keine 150er gibt? Und dann war es so, ja gut, dann wird es halt eine 300er, ne? Ich meine, der Umstieg, das war ja, früher oder später war das ja klar, dass es irgendwann mal kommt, aber es war jetzt halt aber so... Aber irgendwann ist heute. Ja, irgendwann ist halt heute, es war jetzt halt total überraschend. Also ich habe jetzt damit auch gar nicht gerechnet, so. Ich realisiere das auch noch gar nicht. Ich stehe hier vor dem Moped und ich check's gar nicht, dass es jetzt so meine Mopete ist, mit der ich jetzt fahren werde. Das ist schon... Ja, wild. Vielleicht ist es auch nur ein schlechter Scherz und du holst einfach nur mein Rennmotorrad. Das kann auch sein. Vielleicht ist es auch ein schlechter Scherz, hm? Ja, nee. Wer weiß. Auf jeden Fall, auch jetzt auch vielleicht fragen sich viele, warum GasGas 300er und nicht Husqvarna. Hätte ich ja auch machen können. Also ich sag ehrlich, ist es ja, weil es besser ist. Das. Und nee, auch der geldliche Faktor spielt eine große Rolle. Die GasGas ist halt einfach im Haus aus günstiger als die Husqvarna. Und ehrlich gesagt, mir ist es jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt Husqvarna, KTM, GasGas oder sonst irgendwas fahre. Und ich finde GasGas eigentlich ganz toll. Ich wollte eh immer irgendwas Rotes haben. Ja, und deshalb gibt es eine 300er. Und ich check's immer noch nicht. Swipe out the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead of detox. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Dagging in the city, all we wanted was a hug, We on the block like every night to catch a buzz. Get the cash and take my family out the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. Knew I should've died, that's why it's hard to stay sober. Glad to see the sun, but my heart getting colder. Life's all crazy, what we been. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber der Kevin will Moped fahren gehen, aber ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen, weil wir haben jetzt nicht so arg viel gefilmt, weil ein bisschen Stress war, weil wir uns hier mit ein paar Leuten treffen zum Fahren. Und das heißt, Kevin und der Paul haben mir das Moped hier in einem super schnellen Durchlauf einmal zusammengebaut. Und da wollte ich jetzt einfach noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen. Mein Fahrwerk ist jetzt drin, praktisch, und dann Unterbodenschutz haben die beiden mir dran gemacht. Dann hast du einen Durchhang noch eingestellt, gell? Ja, auf wie viel oder was stellt man da so ein? Das wissen die. Ich habe jetzt einfach mal 35 mm Durchhang gemacht, okay. Statisch. Genau. Und deine Umlenkung haben wir drin? Genau, meine Umlenkung haben wir drin, ganz nach unten. Und genau, Sitzbank muss noch kommen. Ja, die ist nicht angekommen. Ich habe nämlich auch eine niedrige Sitzgang, gibt es direkt von GasGas zu bestellen, habe ich bestellt. Da kommt dann auch noch mal ein anderer Sitzbankbezug drauf. Der von Becker Design, und das muss ich natürlich auch noch sagen, vielen lieben Dank an Becker Design, die haben mir so schnell ein Dekor Last Minute noch gemacht, mega dankbar dafür. Weißt du, was komisch ist? Was? Die Spiegelung. Ah ja. Das sieht irgendwie gleich aus, rechts und links. Sieht gleich aus, genau. Und ja, natürlich an Cadillac, tausend Dank, dass das alles so spontan und so schnell geklappt hat, weil... Angerufen, hi, ich komme morgen ein Motorrad holen, okay. Genau, so war es nämlich, deshalb ja. Und natürlich an Kevin, der hat nämlich bestimmt 3 Tage damit verbracht, meine 150er einmal hier händlermäßig wegzubringen und dann hier noch komplett die ganze alle Einzelteile zu zerlegen und dann hier auch nochmal alles umbauen. Dann sieht man mal wieder, wie gut du aufgepasst hast. Wir haben noch einen Lüfter montiert, weil Lüfter. Der kommt auch nicht bei GasGas Original. Genau. Und Handguards kommen auch nicht Original, ja, die müssen wir noch dran bauen. Die sind auch nicht rechtzeitig angekommen. Ich habe alles so super last minute gemacht. Also wie gesagt, ich stehe hier auch immer noch vor dem Moped und kann es gar nicht fassen, dass ich jetzt eine 300er hier fahre. Ja, und jetzt ist praktisch erste Fahrt, einmal einfahren, ein bisschen einrollen und mal gucken, wie es so taugt. Ich bin sau nervös, muss ich zugeben. Ich bin ja schon 300er gefahren, aber es ist halt ein Unterschied, ob es die eigene 300er ist. Weil das ist jetzt mal, die ist jetzt mal tief, das ist so mein Fahrwerk, das ist halt einfach mein Moped, das sind meine Räder drin und so. Ist schon nochmal was anderes. Deswegen
Ich bin gespannt, wie es Horn wird. Witzig aus. Ja, Berichte. Erste Fahrt überstanden. Also ich muss sagen, so die ersten 10, 20 Minuten war ich mehr am Bein, als dass ich neutral sein konnte auf diesem Motorrad. Ich bin, glaube ich, schon lange nicht mehr so oft so schnell hingeflogen. Also ich war ziemlich, sage ich mal, Kevin sagt, ich soll nicht überfordert sagen, ich soll sagen gefordert. Deswegen ja. Aber jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt eine Stunde insgesamt, glaube ich, gefahren und so langsam wird es besser. Aber das Ding ist halt, man kann es halt auch nicht vergleichen. Ich meine, mit der 150er, also mit den beiden 150er, bin ich insgesamt 150 Betriebsstunden durch dick und dünn gegangen. Ne? Und das sind, wo jetzt, du das erste Mal auf der Karre saß, da sah es doch genauso aus das, wie jetzt. Genau, und jetzt ist das halt... Das ist halt so, ist halt wieder was anderes. Genau, ist halt so. Und jetzt, wie gesagt, eine Betriebsstunde ist halt schon nochmal ein Riesenunterschied. Deswegen einfach ein bisschen Geduld. Ich muss einfach fahren, dranbleiben. Ich glaube, das wird schon. Und ich würde keinen Tag missen, wo ich auf der 150er gebracht habe, weil es hilft mir hier alles, was ich da gelernt habe. Und wir haben ja auch auf jeden Fall noch Potenzial im Material selber, was wir da noch besser genau, machen. Genau, da kommt ist ja jetzt einfach nur mal kurz alles dran gesteckt, dass es nicht so ganz so hoch ist. Es kommt ja noch eine tiefe Sitzbank und sowas. Da und kommen noch ein paar Veränderungen auf jeden Fall. Vielleicht auch, oh, schon hier schön eingerieben, ne? Schon die ersten Opfer hat es gegeben. Yeah. Ja, deswegen einfach mal dranbleiben. Aber ja, Weg führt eh nicht dran vorbei. Also der Umstieg auf die 300er musste praktisch sein, sage ich mal. Ich werde noch lernen, das Motorrad zu lieben, sagen wir es so. Im Moment ist es so ziemlich neutral. Ich kann es nicht beschreiben, ich habe so gemischt. Ich denke mal, das wird jedem Anfänger, Hobbyfahrer so gehen, wenn er auf eine komplett neue Karre geht. Außer er fährt halt von so einer, geht halt von so einer 2004er KTM ja, oder so auf was Neues, dann fühlt es sich meistens gut an. Aber wenn ein Umstieg von Hubraum oder auf eine andere Marke oder so, ist immer anders. Deswegen, ja. Das wird schon. Weil wie gesagt, mein 150er ist auf geraume Zeit jetzt erstmal weg. Und hier, das ist jetzt meine neue. Ich muss mich noch dran gewöhnen, muss ich zugeben. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi. Für alle, die Vivi nicht kennen, so sieht bei ihr eigentlich Freude aus. Auch wenn es eher so aussieht, als ob gerade irgendjemand begraben wurde. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? So be rolling.